Hallo, ich bin Wolfhuhn und ich spiele heute Life is Strange. Ja, ich habe ja letztes Jahr schon, also schon eine Weile her, mit Valiant Hearts durchgespielt. Und das ist jetzt mein neues Spiel dafür. Nehmen wir mal einfach mal so. Ah ja. Settings. Ja, ich weiß, die Musik hört sich ja toll an, aber da ist ja mal das Problem mit den Rechten, deswegen mach die mal kurz aus. Back hier. Wunderbar. Also. Achso, Controls kann ich vielleicht auch mal gucken. Ein bisschen höhere Maus-Sensitivität passt. Das übliche. Ah, mit Shift schock ich. Ich duck mich da nicht. Skip 10. Gut, also mein Problem mit dem Spiel ist etwas, wie du vielleicht noch aus meinem Ausflug nach Westeros aus Mountain Blade mit weißt. Mein Englisch reicht, um Gespräche zu verstehen. Es reicht aber nicht, um live zu übersetzen und eventuell noch nicht einmal, um das flüssig vorzulesen. Also wenn du das hier zuguckst, würde ich mich richtig freuen, aber ist glaube ich etwas eine Voraussetzung, dass du Englisch kannst. Denn das Spiel ist auf Englisch und Deutsch ist auch scheinbar nicht im Untertitel unterstützt. Genau, aber ich hatte einfach mal wieder Lust auf ein richtig schönes storybasiertes Spiel und das scheint das hier zu sein. Dann gucken wir mal, was jetzt passiert. Sehr gut. Also wir bekommen einfach jede Menge Fragen, die sehr berechtigt sind. There's a lighthouse. I'll be safe if I can make it there. I hope. Please let me make it there. Das ist praktischerweise sogar ein Straßenschild in Richtung Leuchtturm. Ich gucke gerade noch kurz, ob ich da noch den Untertitel einstellen kann. Subtitle. Yes. Okay, es sollte eigentlich angezeigt werden. Okay. Ich weiß aktuell noch nicht einmal, ob überhaupt schon alle 5 Episoden erschienen sind. Ich glaube, ich... Ja, Entschuldigung, das ist halt so, wenn man live das erstmal spielt. Ich mache die Lautstärke mal noch etwas geringer, leiser. Ja, vielleicht so, dass man sie noch gut versteht. Und dass ihr mich trotzdem noch versteht. Oh. Okay. Die Szene kenne ich irgendwie schon. Ich werde irgendwie interagieren. Ein Tornado. Was für eine Zeichentechnik das ist, weil so richtig realistisch sieht er ja nicht aus. Aber das setzt sich ja hier fort, auch mit dem Baum. Ja, setzen wir uns mal erstmal auf die Bank und gucken uns den Sturm an. Holy shit! Oder so. Ich würde sagen, da drin verstecken wir uns nicht. That was so surreal. Alfred Hitchcock famously called film little pieces of time. But he could be talking about photography, as he likely was. Okay, I'm in class. Everything's cool. I am okay. From light to shadow. From color to chiaroscuro. Now,
Can you give me an example of a photographer who perfectly captured the human condition in black and white? I didn't fall asleep, and that sure didn't feel like a dream. Bueller? Weird. Diane Arbus. There you go, Victoria. Why Arbus? Because of her images of hopeless faces. You feel like totally haunted by the eyes of those sad mothers and children. She saw humanity as tortured, right? Mm. And frankly, it's bullshit. Also irgendwie, sag mal, hey, im Fotografieunterricht. Look at this crap. Okay. How can I show this to Mr. Jefferson? I can hear the class laughing at me now. Ja. So, könnt ihr euch auch noch an solche Szenen erinnern in der Schule, wo man irgendeine Idee hatte und Angst hatte, ausgelacht zu werden? Das Problem bei mir war, ich musste mich immer melden. Wenn ich irgendwas gewusst habe, musste ich mich melden und dann war mir das gerade egal. Natürlich. Keep that to yourself. Oh, da gibt es jetzt noch mehr. Kamera. I could frame any one of you in a dark corner and capture you in a moment of desperation. Also was das hier jetzt genau soll? And any one of you could do that to me. Ach so, muss nur loslassen? Isn't that too easy? Too obvious? I believe Max has taken what you kids call a selfie. A dumb word for a wonderful photographic tradition. And Max has a gift. Of course, as you all know, the photo portrait has been popular since the early 1800s. Your generation was not the first to use images for selfie expression. Sorry, I couldn't resist. The point remains that the portraiture has always been a vital aspect of art and photography for as long as it's been around. Now, Max, since you've captured our interest and clearly want to join the conversation, can you please tell us the name of the process that gave birth to the first self-portraits. Keine Ahnung. I did know, but I kind of forgot. You either know this or not, Max. Is there anybody here who knows their stuff? Louis Daguerre was a French painter who created daguerreotypes, a process that gave portraits a sharp reflective style like a mirror. Now you're totally stuck in the retro zone. Sad face. Na toll. Very good, Victoria. Streberin und Zige. The Daguerrean process brought out fine detail in people's faces, making them extremely popular from the 1800s onward. The first American daguerreotype self-portrait was done by Robert Cornelius. Also, wie das hier funktioniert, so weiß ich immer noch nicht so ganz. Vielleicht. Or even online. Naja. And guys, don't forget the deadline to submit a photo in the Everyday Heroes contest. I'll fly out with the winner to San Francisco, where you'll be feted by the art world. It's great exposure, and it can kickstart a career in photography. So Stella and Alyssa, get it together. Taylor, don't hide. I'm still waiting for your entry, too. And yes, Max, I see you pretending not to see me. Naja, okay. Also, Unterricht ist vorbei. Also, jetzt kann man ja noch, kann ich es ja mal noch ausprobieren. Victoria doesn't waste a second kissing ass. Muss dann einfach nur in den Kreis klicken? I should have known. She'll have better equipment than Blackwell. Na klar, okay. I just worked so hard in the shot, and I'm sure you know what it's like to be consumed by your work. I just really think Everyday Heroes is an important cultural event. Okay, ist halt das Alter. You have just also by richtig? By putting yourself out there in the was habe ich da jetzt gemacht? Okay, sie scheint ihr Hobby ernst zu nehmen. Der hier geht's auch nicht so gut. Kate, speak, hallo. Hi, Kate. Oh, hi, Max. Ja. Kate, I hope I didn't embarrass you with my lame answer. It sucks to be dragged into the spotlight. Unless you're Victoria. She's got nothing on you, Max. Well, I should get going. Yeah, me too. Talk to you later. Sure. Okay. Hm. Looks like somebody was already working on this. Cool. Hm. Tja, so weit reichen meine Fähigkeiten leider nicht. Sonst könnte ich mal... Ja, die, keine Ahnung, wie die heißen. Ich sprich's immer verkehrt aus. Die Bilder, die man so als... Egal, ich höre auf zu sprechen. Darf ich den hier bitte benutzen? That printer is amazing. I'd love to see how it reproduces my pictures. I could pump out a whole gallery show with that thing. When I don't suck. Someday. Hm. So, also, was haben wir hier noch? Jede Menge. Das ist doch mal nicht schlecht.
That was amazing when Mr. Jefferson took a class picture the first week. Even though I didn't want to be in the picture at all, it was fairly fucking cool to watch him at work framing us. So, was haben wir hier? Damn, they have carbon fiber tripods here. The ball head even has a pan lock. God, I'm such a photo nerd. Ja, ich verstehe auch nicht allzu viel davon, was das sagt. Und ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, ob das an meinen mangelnden Englischkenntnissen oder an meinen mangelnden Kenntnissen über Fotografie liegt. Du hattest da noch ein Bild, was du ihm zeigen wolltest, aber... Wollen wir den jetzt gerade unterbrechen? Ja, aber das könnte ein Teil des Problems sein. Ich probiere es einfach mal. Excuse me. Mr. Jefferson, can I talk to you for a moment? Yes. Excuse you. No, Victoria. Excuse us. I'd never let one of photography's future stars avoid handing in her picture. Do I have to? I just don't think it's that big a deal. Max, you're a better photographer than a liar. Now, okay. I know it's a drag to hear some old dude lecture you, but life won't wait for you to play catch-up. You're young, the world is yours, blah, 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 right? But you do have a gift. You have the fever to take images, to frame the world only the way you envision it. Now, all you need is the courage to share your gift with others. And that's what separates the artist from the amateur. Gut, aber... Da Mr. Jefferson so über uns redet, ist es wahrscheinlich der Grund, warum sie... Gucken wir mal. Every time I look at Victoria, I feel like she's talking smack about me. Ja, uns nicht leiden kann. Ich glaube, da ist einiges an... Even in pictures, the forest around here always looks mysterious. Ja, ich mag Wälder. Ja, das, deswegen spiele ich ja auch The Forest. Oh, da steht er noch. You can never escape the lighthouse here. Gut, dann haben wir hier, glaube ich, das meiste. Oh, nee, ein TV. Fernseher. Upp. Also, ich habe keine Ahnung, wie, warum ich da die Sachen als nicht benutzen kann. Wenn du was weißt, bitte schreib es mir. Ich werde hier sonst noch wahnsinnig. Ja, ich würde ja gern gucken, aber ich bekomme es nicht hin. Ich bin zu doof. Das muss er erstmal schaffen. Zu doof sein, einen Fernseher zu gucken. Ah, he even has the best plasma HDTV for a class monitor. Can't wait to watch some more documentaries on this bad boy. Okay, sie will Dokumentation gucken. Here's the poster for the contest. Mr. Jefferson really expects me to enter. Why? I don't know if I'm ready for my 15 minutes of infamy. So, ja und? Einfach mal probieren. Ja, schief gehen kann's nicht. You didn't tell me how cute I looked yet. I was about to. You always welcome to the real world. Hot. Then I might send you a special picture. What's the point of even coming? Because Max wants everybody to see how hip she is. What's the point? She plays it so sharp. I need a serious time out in the bathroom. Splash water on my face and make sure I don't look like a total loser. I hate that class. It's so fucking boring. So kam ich mir als nach Englisch vor. Also, ich war gar nicht mal so schlecht in Englisch, aber ich bin ja Gastheniker. Also ich habe Probleme mit der Rechtschreibung. In Deutsch war es kein Problem, dabei konnte ich das ganz gut ausgleichen. Aber in Englisch habe ich halt immer die Hälfte der Punkte verloren und musste mich dementsprechend extrem anstrengen, um noch auf eine gute Note zu kommen. Zum Schluss hat es noch irgendwie geklappt, aber es war halt extrem anstrengend. Und man ist sich nicht toll vorgekommen. Mensch, bin ich froh, dass ich nicht mehr in der Schule bin. Hi Flo, wenn du das hörst. Das ist meins. I love that picture of Mom and Dad. Hello, Jack. Kiss, kiss. Andy, you look totally fabulous, as usual. Sollte ich den kennen? So. Na toll. Also, ja. Ich könnte jetzt natürlich alle ansprechen. Oh. Aber da sie eigentlich gerade nur ins Looks like she's been gone for months. Mist. G
gehe ich einfach nur Richtung Bad und da bin ich hängen geblieben. West, keine Ahnung. Okay. Eieiei. Nein, ich habe keine kurze Aufmerksamkeitsspanne. Oh, da ist ein Poster. That's so messed up. I should contact them to find out what I can do. As if I am. Hm? Das hier ist das Vermisst-Foto, oder? I wonder what actually happened to her. Mhm. Good thing I left my AK at home. Keine Ahnung. Da, also da ist für Männer. Genau, dann müsste er doch auch für Frauen sein. Ah, es wird bald Halloween. Empty, good. Nobody can see my meltdown. Except for me. Ich würde interessieren, was sie jetzt für Musik gehört hat. Es wird bestimmt auch zur Stimmung beitragen, aber wie gesagt, ich habe das... Die Erlaubnis, das Spiel zu let's playen, das gilt aber nicht unbedingt für die Musik. Und bevor ich mich da irgendwie dann Post vom Anwalt bekomme, letztendlich oder sowas, lasse ich das einfach. Just relax. Stop torturing yourself. You have a gift. Ist zumindest mal ein interessantes Foto. Ach, nö. Hallo, Butterfly. When a door closes, a window opens. Or something like that. So ähnlich, ja. Okay, girl, you don't get a photo op like this every day. Gut, ich habe keine Ahnung, wie man es macht. Langsam ran. Foto. Ah. Ich glaube, so langsam verstehe ich das System. Falsche Toilette. It's cool, Nathan. Don't stress. You're okay, bro. Just count to three. Don't be scared. You own this school. If I wanted, I could blow it up. You're the boss. Yes. So what do you want? I hope you check the perimeter, as my step-ass would say. Now. Let's talk business. I got nothing for you. Wrong. You got hella cash. That's my family, not me. Oh, boo-hoo, poor little rich kid. I know you've been pumping drugs and shit to kids around here. I bet your respectable family would help me out if I went to them. Man, I can see the headlines now. Leave them out of this, bitch! I can tell everybody Nathan Prescott is a punk ass who begs like a little girl and talks to himself. You don't know who the fuck I am or who you're messing around with. Where'd you get that? What are you doing? Come on, put that thing down! Don't ever tell me what to do! I'm so sick of people trying to control me! You are going to get in hella more trouble for this than drugs. Nobody would ever even miss your punk ass, would they? Get that gun away from me, psycho! No! Okay, irgendwas passiert. Ich weiß, dass man irgendwas mit der Zeit machen kann. Das wäre jetzt doch jetzt guter Zeitpunkt. Whoa. Ja. What the fuck? How can that be? I was in Ach, the bathroom. Alles nochmal? He shot that poor girl. I held up my hand. And then I was back here. As he likely was. These pieces of time can frame us in I already heard this lecture. From light to shadow. From color. Now Kate is being hassled again. And if Victoria's phone rings, this is real. Now, shit! Can you give me an example of a photographer that cannot believe this. Perfectly capture the human condition in black and white? Okay, if I'm crazy, Anybody? I might as well go all the way. Bueller? Diane. Can I actually reverse time? There you go, Victoria. Why Arbus? Because of her images of hopeless faces. You feel like totally haunted by... okay. Ja, kann ich bitte... Komm wieder hoch. Ja. I did Now, it.
Can you give me an example of a photographer who perfectly captured the human condition in black and white? Cool. Anybody? Bueller? Max, don't freak out. Not yet. There you go, Victoria. Why Arbus? Because of if anybody else looked at this, what would they think? Oh, da haben wir ja einen Tenator.